Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Paw Patrol, sehr geil. Es gibt einen neuen Teil, das ist Teil 3. Und ja, die ersten beiden waren schon klasse. Das Autorennen war klasse. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, machen wir gar nicht lang rum, springen wir direkt rein. Wir müssen mal gucken, wo wir die Kamera hinpacken. Ich habe das noch nicht gestartet, das erste Mal jetzt. Gucken wir einfach mal. Neues Spiel. So. Optionen. Spiel. Erstmal hier gucken. Ist laut? Ne, geht. So, Vibrationsfunktion. Spiel. Halt. Ja, Mann. Deutsch. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Was haben wir heute? Donnerstag, ne? Ja. An diesem schönen Torstag. Okay. Ey, ich finde die geil, die Spiele. Ich habe die ersten beiden, habe ich schon gezockt, mit meinem Sohn. Super. Voll die geilen 3D-Plattformer. Richtig, richtig cool. Das Autorennen, was es von denen gab, Paw Patrol Grand Prix, auch hammermäßig. Ist so wie Mario Kart. Aber halt Paw Patrol, super. Ich bin gespannt, wie das hier wird. So, Kaktumriss. Für Fortnite. Spiel, Spielsteuerung. Ja, dann spiele Fortnite. Ich spiele das. Ton. So, was haben wir sonst noch? 30, nein. Wie? 30, 60 wollen wir natürlich. Oder keine Grenzen. Nein, wir bleiben mal bei 60. Ja, bist schon dabei, ja? Grafik. Erweiterte Grafik. So. Also ich glaube, wir können ja alles auf sehr hoch machen. Ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. So. Gucken wir mal kurz. Ich denke mal, so dürfte okay sein. Ist ja immer ein bisschen dunkler auf dem, also bei mir auf dem Fernseher zumindest. Je nachdem, wo ihr schaut. Gamma-Korrektur. So. Neues Spiel. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also ich sehe schon jetzt die Benachrichtigung Urheberrechtsverletzung wegen der Musik. Aber mein Gott, so ist es eben. So, Achtung. Freunde, die Abenteuerbuch. Oh, ist doch hell, ne? Höchste Zeit für die Paw Patrol. Oh, Screen Tearing. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Heute haben wir einen besonderen Einsatz. Bürgermeisterin Mutherts Paw Patrol Tag beginnt bald, aber auf der Brücke hat es einen Unfall gegeben. Wir müssen helfen. Los geht's. Marshall, Sky, Chase. Ja, und die anderen? Hallo, Fellfreund. Bevor das Abenteuer beginnt, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Oh ja. Ja, ich glaube, das ist ein Open World diesmal, ne? Also ein richtiges Open World, nicht nur Level. Legen wir los. Wir können uns erstmal etwas aufwärmen. Puff Patrol. Damit kannst du dich fortbewegen. Oh, wie er mit dem Ärschel wackelt. Damit kannst du dich fortbewegen. Gut ja, gemacht. Ja, mach ich ja. Oh, Street Tearing. Wir brauchen ein Spezialtraining, damit wir für unsere Einsätze fit sind. Müssen wir Faustsync anmachen. Jetzt lernen wir, wie man springt. Damit kannst du springen. Grün. Gut gemacht. Sehr gut. Jetzt üben wir das Springen. Spring herum, oh, Fellfreund. Ich gehe mal, glaube ich. Dahin. Spring weiter. Gut gemacht. Jo, hey, ein Sprung mal, durfte ich machen. Leckerlis. Zeit für einen Snack, Fellfreund. Jawohl, die müssen wir einsammeln. Versuche, ein paar Leckerlis zu sammeln. Mach ich. Sammle so. Leckerlis. Moment, komme ich in die Option? Nein, ich komme nicht in die Option. Sammle Leckerlis. Ja, mach ich. Achso. Ich dachte eben schon, was jetzt denn. Wenn du Leckerlis sammelst, füllt sich der Belohnungsbalken. Oh, nett.
Sammle so viele Leckerlis wie möglich, um Belohnungen zu erhalten. Da kannst du aber sicher sein. Gut gemacht. Gut gemacht, Fellfreund. Jetzt kann dein Abenteuer losgehen. Juhu. Ich erkläre das Paw Patrol Spezialtraining für beendet. Das ist doch nett. Jetzt wartet die Abenteuerbucht auf dich. Cool. Oh, der Unfall. Ich glaube, es gab einen Unfall auf der Brücke und überall liegen Leckerlis herum. Juhu, Leckerlis. Der Paw Patrol Tag beginnt bald. Und Bürgermeisterin Gutherz braucht diese Leckerlis. Wir müssen aufräumen, damit das Fest weitergehen kann. Das machen wir natürlich sehr gerne. Auf geht's, Paw Patrol. Komm zur Brücke und stelle dich auf den Einsatzkreis. Du kannst den Pfotenabdrücken folgen, um dein Ziel zu finden. Wenn du dich verirrst, suche einfach nach meinem Symbol, dann findest du mich. Okay. So. Oh, warte mal. Ah, jetzt kann ich in die Option. Das ist das Pubpad. Hier findest du viele nützliche Informationen und Zugriffsoptionen. Okay. Jede Seite zeigt dir etwas anderes über deine Abenteuer. Oh, ist das fies. Und damit kann jederzeit ein weiterer Mitspieler in das Abenteuer einsteigen. Aber leider nur lokales Koop. Kein Multiplayer. So. Karte. Optionen. Spieleinstellungen. Spiel. Grafik. So, V-Sync an. Grafik. Spieleinstellungen. Optionen. Okay. Jawohl, kein Screen-Tearing mehr. Die Kamera kann man aber irgendwie nicht immer drehen, ne? Warte, ich will erstmal. Ah, da kommen wir bestimmt später auch noch hin. Gut gemacht. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Wir müssen helfen, dieses Problem zu lösen. Ja. Eine Menschenmenge versperrt uns den Weg. Vielleicht suchen sie nach Leckerlis. Dann müssen wir bellen. Wir müssen sie bitten, Platz zu machen, damit wir die Brücke räumen können. Chase, du kannst dein Megafon benutzen. Siehst du den Einsatzkreis? Ja, mega. Hier kannst du alle Fellfreunde-Fähigkeiten einsetzen. Stell dich in den Einsatzkreis und drücke mehrmals die Taste, die du siehst, um dein Megafon zu benutzen. Stelle dich in den Kreis und fülle so die Fortschrittsanzeige. An alle in der Abenteuerbucht. Der Leckerli-Verkauf ist derzeit geschlossen. Stelle dich in den Kreis. Gut gemacht. So ist es gut. Jetzt ist die Menschenmenge weg und wir können den Leckerli-Laster wegfahren. Der Hund da fahren? Chase, wir brauchen die Winde an deinem Polizeiauto. Wechsle jetzt zu deinem Fahrzeug. Drücke diese Taste, um zum Fahrzeug deines Fellfreunds zu wechseln. Gut gemacht. Jawohl. Alles klar, räumen wir den Laster aus dem Weg. Stelle dich in den Einsatzkreis und drücke mehrmals die Taste, die du siehst, um die Winde zu benutzen. Stelle dich in den Kreis und drücke mehrmals die angezeigte Taste, um sie zu benutzen. Okay. Du kommst mit. Nur einfach gedrückt halten. Geht auch. Stelle dich in den Kreis und drücke mehrmals die angezeigte Taste, um sie... Gut gemacht. Gut gemacht. Wow, hier sind überall Leckerlis. Aber Menschenleckerlis. Dann mal ran an den Haufen Leckerlis. Bürgermeisterin Gutherz braucht auf jeden Fall alle für das geplante Fest. Dafür brauchen wir Rubble. Wähle ihn aus, indem du das Fellfreunde-Menü öffnest. Wähle jetzt Rubble. Drücke diese Taste, um das Charaktermenü aufzurufen. Gleich. Karte, Option, Spieleinstellung. Kann man den Text durchlaufen lassen irgendwie? Einfach Charakterwissen, Dialog überspringen. Aus. Charakterumriss. Ja. Spielsteuerung. Aha. Ton. Grafik. Gamma-Korrektur. Nee. Spieleinstellungen. Optionen.
Wähle okay. jetzt Rubble. Wähle einen Fellfreund. Rubble. Oh, da haben wir noch Everest. Zuma. Der Grüne. Wie heißt der Grüne? Oh, Rocky. Rocky. Sky. Oh, wie heißt denn der aus dem Urwald? Das habe ich vergessen. Tracker, genau. Marshall. Chase. Rubble. Gut gemacht. Hallo Rubble, jetzt brauchen wir deine Baggerschaufel. Mhm. Stelle dich in den Kreis und drücke mehrmals die angezeigte Taste, um sie zu benutzen. Machen wir. Rubble ist der Retter! Warum leuchtet der Hydrant? Was kann man da machen? Wow, du hast es geschafft. Dank dir ist die Straße frei. Und anscheinend haben einige Bewohner mitgeholfen und die restlichen Packungen eingesammelt. Das habt ihr toll gemacht. Eingesammelt oder geklaut? Denkt dran, ab und zu das Papppad zu überprüfen, wenn wir im Einsatz sind. Okay. Das ist das Papppad. Hier findest du viele nützliche Informationen und Zugriffsoptionen. Jede Seite zeigt dir etwas anderes über deine Abenteuer. Ja. Und damit kann jederzeit ein weiterer Mitspieler in das Abenteuer einsteigen. Wissen wir schon. Einsatz abgeschlossen, Paw Patrol. Sprich mich jederzeit an, wenn du einen neuen Einsatz beginnen willst. Okay. Wenn du mich nicht siehst, keine Sorge. Folge einfach dem Rider-Symbol, bis du mich findest. Ja. Der Rest der Stadt braucht auch unsere Hilfe. Du kannst mit den Bewohnern sprechen und ihre Hilferufe annehmen. Außerdem gibt es viele tolle Gegenstände und lustige Aktivitäten, mit denen du in der Welt interagieren kannst, um noch mehr Leckerlis zu sammeln. Alles klar, es ist Zeit für neue Paw Patrol Abenteuer. Einsatz beendet. Einsatz in Manhattan. Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Mach ich. Juhu! Aha. Noch mehr? Ja! Nee. Okay. Ja. Gehen wir mal gucken. Oh, was ist hier denn los? Was geht? Hey, Paw Patrol, habt ihr das gesehen? Ja. Durch den Sturm sind all diese Schilder umgefallen. Wenn wir die Schilder nicht wieder aufstellen, könnte jemand verletzt werden. Das ist richtig. Fangen wir mit diesem an. Sky, benutze deinen Haken. Los geht's. Oh, wie war das auswählen hier? Wähle einen Fellfreund. Sky! Wir brauchen dein Fahrzeug. Ja, wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Haken dran. Na siehst du, war doch gar nicht so schwer. Gut gemacht. Sehr gut. Versuch es jetzt mit diesem Schild. Ja. Sky, benutze deinen Haken, um das Schild wieder aufzurichten. Okay. Haken dran! Ja, ist ein bisschen anders als die ersten beiden Teile. Aber okay. Gut gemacht. Noch ein Schild zum Aufrichten. Alles klar. Sky, benutze nochmal deinen Haken. Haken dran.
gemacht. Du hast es geschafft. Jetzt, wo die Schilder wieder aufgestellt sind, ist die Straße für alle sicher. Gut gemacht. Einsatz beendet. Siehste mal. So, gehen wir mal weiter gucken, was sonst noch so gibt. Dann muss ich hier wieder aussteigen. Ja. Juhu! Aha. So. Ja, voll. Guck mal, du hast eine Baseballmütze freigeschaltet. Hier kannst du freigeschaltete Kostüme und Fahrzeugsticker verwenden. Setze dem Fellfreund deine neue Baseballmütze auf. Warum gehst du dann wieder raus? Geschichte. Fellfreunde. Hier, ne? Wähle einen Fellfreund. Aha. Okay. Da haben wir noch nichts. Fellfreunde. So, Cappy. Gehen wir mal hier gucken. Tadam. Schön die Leckerlis einsammeln, ne? Okay. Ich merke schon, die haben das ziemlich verkindlicht. So ist es eigentlich. Also die, so waren die ersten beiden Teile nicht. Aber mein Gott. Tadam. So, erstmal hier ein bisschen. Oh, da oben ist was. Ein Geheimnis. Oh, die Kamera ist nicht gut. Die bewegt sich von alleine. Warte mal, kann man das hier einstellen? Karte. Optionen. Spiel einstellen. Spiel. Manuelle Kamera. Ja, bitte. Spiel. Spieleinstellungen. Spiel. Oh, hat es übernommen? Ja. Spieleinstellungen. So, oh, mucho besser. Brauchen wir da Chase? Wähle einen Feld. Chase! Jawoll. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Blätter. Fahrzeugsticker. Wähle einen Fellfreund. Okay. Fellfreunde. Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Hier noch ein paar. So. Hui. Schwing. Das auch. Hui. Okay. Ja, dann können wir mal hier. Oder halt, nee. Doch, jetzt. Was geht mit dir? Alex braucht unsere Hilfe, Fellfreunde. Der Alex. Er hat seine Brotdose verloren. Könnt ihr sie finden? Klar. Chase, benutze deinen Superspürsinn, um herauszufinden, wo Alex' Brotdose versteckt ist. Los geht's!
Ich rieche hier etwas. Ja, Müll. Gut gemacht. Gut gemacht. Du hast die Brotdose gefunden. Jetzt kannst du sie dir holen und zu Alex zurückbringen. Aber klar. Und ich finde es aber doch ein bisschen Cut. Hell, ne? Option. Spieleinstellung. Spiel. Spur. Gamma-Korrektur. Ganz Spiel. Oh. Option. Oh. Ja, ich glaube, so ist es angenehmer, ne? Oh, was haben wir hier? Aha. Aha. Gut gemacht. Da. Juhu, du hast ein schönes Bild von Henrietta freigeschaltet. Dieses Bild verdient es, in der Henrietta-Kunstausstellung gezeigt zu werden. Du findest die Ausstellung am Abenteuerbuchtstrand. Okay. Moment, einer nach dem anderen. Bringen wir erstmal Alex seine Brotdose. Bitte schön, Alex. Hier hast du dein Schulbrot wieder. Gut gemacht. Einsatz beendet. Tada. Hui. Okay. Gehen wir mal eine Runde laufen hier. Das läuft wow, ja, ne? Du hast das Scherz-Emote freigeschaltet, indem du all diese Leckerlis gesammelt hast. Du kannst Emotes verwenden, indem du die Taste unter dem Fellfreund-Gesicht drückst. Emotes können auch verwendet werden, um Hilferufe von Bürgern freizuschalten. Aha. Indem man denen Angst macht, oder was? Wähle ein Emote. Okay. Oh, Pfosten. Yeah. Da siehst du, Belohnung. Anderes Tor auf. Hey. Oh, 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 oh. Oh. Aus. Okay. Und. Ah! Aber nochmal jetzt. Komm hier. Gibt's bestimmt auch nochmal Leckerlis. Und. Jawollo! So, was mit dir? Ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ich brauche eure Hilfe bei meinem Schatz. Ich habe ihn irgendwo in der Nähe vergraben, aber ich weiß nicht mehr wo. Könnt ihr mir helfen, ihn zu finden, Paw Patrol? Na klar. Everest macht das schon. Wenn ich hier grabe, finde ich den Schatz im Nu. Los geht's. Los geht's. Wähle ein... Everest. Bei Schnee und Eis, ich bin bereit für den Einsatz. Gut gemacht. Da. Ihr habt meinen Schatz gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch ein besseres Versteck, damit ich ihn nicht wieder verliere. Vielleicht können wir diese große Kiste benutzen. Genau, Rocky. Gute Idee, Rocky. Wir können die Kiste oben auf den Schatz stellen, damit Onkel Herbert nicht vergisst, wo er vergraben ist. Rocky, benutze dein Fahrzeug, um die Kiste zu bewegen. Wähle einen Fellfreund. Rocky. So, mit Auto. Alles klar. Komm mit.
Gut gemacht. So, ja, jetzt ist der Schatz sicher. Und Onkel Herbert wird nicht vergessen, wo er ist. Vielen Dank, Paw Patrol. Dank euch ist mein Schatz wieder in Sicherheit. Einsatz beendet. So, dann können wir an den Strand runter. Hoppala. Na, was habe ich denn da gesehen? Graben. Du nimmst das bestimmt. Wähle einen Fett. Sky! Everest. Mit dem Auto graben. Nee. Lass uns graben. Tudum. Okay. Oder kann man da durchrennen? Nee. Jo. Können wir wieder graben. Nee, Sky. Wähle einen Fels. Sky! Oh ja! Oh ja. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Okay. Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Aha. Na klaro. So. Das? Ah. So, dann sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Und dann brauchen wir wieder Everest. Wähle einen Everest. Oh, hier. Okay. Oh, es wird dunkel in der Abenteuerbucht. Ja! Okay. Das ist ein neues Kostüm. Juhu! Wähle einen Fellfreund. Freunde. Benutze Zumas Fahrzeug auf dem Wasser. Okay. Wähle ein Zuma! Krachen. Quack, quack. Quack, quack. Okay. Oh, können wir noch ein bisschen was einsammeln hier? Miau. Da siehst du, wie ein Profi. Na komm, gehen wir mal eben an Land hier. Mal dahin. Wow, du hast einen neuen Sticker freigeschaltet. Mal sehen, wie man ihn benutzt. Da steht aber Briefmarke. Das ist der Postkartenbildschirm. Du kannst deine freigeschalteten Sticker verwenden, um lustige Bilder zu machen. Kann ich? Du kannst sie überall auf den Postkarten anbringen, wo du willst. Okay. Machen wir doch.
das doch mal. Karte. Geschichte. Fellfreunde. Postkarten. So, Abenteuerbucht. So, was nimmt man da? Brille. Oh, kleiner geht nicht. Okay. Ein bisschen. Ah, fantastisch. Zack. So viel haben wir da jetzt gar nicht. Aber gut. So. Haben. Läuft. So, da braucht wieder jemand unsere Hilfe. Paw Patrol, wir müssen Kathi helfen. Kathi? Da stand doch Katzi. Katzi ist draußen auf dem Wasser und kann nicht mehr zurück. Keine Sorge, Katzi, die Paw Patrol ist unterwegs. Klar. Ich kann Katzi mit meinem Luftkissenboot sicher ans Ufer zurückbringen. Los geht's. Dann machen wir das. Da. Also ich muss sagen, es ist schon extrem kinderfreundlich gemacht. Die ersten beiden Teile waren weitaus cooler und anspruchsvoller. Aber gut, macht ja nichts. Es ist alles gut, Katzi. Du hast wieder festen Boden unter den Pfoten. Einsatz beendet. Können wir hier noch ein bisschen was einsammeln? Dann gehen wir wieder aufs Wasser. Da habe ich nämlich auch eine Hundemarke gesehen in der Ferne. Und da ist noch so ein eine Schwimmente. Quack, 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 quack. Quack, quack. Ja. Dann hier. Und hier. Emotes können auch verwendet werden, um Hilferufe von Bürgern freizuschalten. Okay. Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Klaro. So, da ging es aber auch hoch, ne? Oder habe ich es falsch gesehen? Ah, ne, hier. An dem Leuchtturm. Kann ich da von hier springen? Aha. Oh, Post. Wow, du hast eine neue Postkarte gesammelt. Du kannst weitere Postkarten finden, indem du in Briefkästen auf der ganzen Welt nachschaust. Auf der ganzen Welt oder in der ganzen Welt? Buddies. Wo waren die? Wähle ein Hier. Emote. Runtergefallen und hat François' Helm kaputt gemacht. Bestimmt tut ihm jetzt der Kopf weh. Marshall, behandle François' Kann Kopf sein. Mit deiner Sanitäterausrüstung. Hey Maverick, hat's funktioniert, ja? Perfekt. Los geht's. Perfekt.
Hast du vorher keine SSD gehabt oder hast du nur eine andere SSD geholt? Ich habe einen freigeschaltet. Wähle einen Fellfreund. Blasen. Denkst schon. Fellfreunde. So. Was? Warum Marshall? Okay, hier. Wähle einen Fett. Marshall! Marshall! Mal nachsehen. Sieht grafisch ein bisschen aus wie Fortnite, oder? Gut gemacht, aber sein Freund ist immer noch kaputt. Ist auch wieder da. Für Fortnite. Eine 4 Tera SSD. Okay. Wir müssen ihn reparieren. Das ist viel. Rocky, das ist deine Aufgabe. Die war bestimmt nicht günstig, oder? Also ich habe mir auch schon überlegt, diese Größenordnung zuzulegen als Backup NAS. Also ich habe einen NAS. Allerdings, Wähle einen Fellfreund. Was habe ich denn da? 2 GB oder so? Im Moment reicht's noch für Backup von Programmen und Einstellungen und so. Aber ich hätte halt auch gern Backup für die Videos. Aktuell lösche ich die halt immer, weil ich den Platz brauche. War günstig, ja? Oh. Wähle einen Fellfreund. Ich muss Rocky sein. Da. Ich Rocky. Graben, graben, graben. Graben, graben, graben. Aber 4 Terabyte. Das war doch bestimmt nicht so günstig, oder? Nicht verschwenden, wiederverwenden. Das ist ein Haufen Zeug. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Gut gemacht. Helm repariert, Ryder. Ja, was ich halt machen will, auch 4 Terabyte, aber 4x 1 Terabyte und das NAS dann im Vierfach-Rate laufen lassen. Sprich, der macht ein Backup auf eine Platte. Dann wird von dieser Platte ein Backup gemacht, von dieser wird noch ein Backup gemacht und von dieser wird auch wieder ein Backup gemacht. Dann kann nichts passieren. Prima. Zurück zu François. Ja, jede einzelne verschlüsselt. Das ist so das Sicherste, was du machen kannst eigentlich. Hier ist Ihr Helm, François. Maxus, hi, grüß dich. Willkommen. Als du deinen ersten PC hattest, hatte er 150 MB. Weiß ich, weil ich den gebaut habe. Also mein erster PC? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, das war ein 486, also ein 80486 DX266. Sprich 33 MHz mit Turbo-Knopf für 66. Festplatte, ich weiß gar nicht. Das muss wenig gewesen sein. Du weißt das. Wer bist du? Berti! Ach Gott. Schönen guten Abend. Deinen Amiga 2000, den hatte ich noch so, so lange. Ich weiß, den habe ich nicht mehr. Den habe ich noch so lange gehabt. Weiß ich noch, mit den F-Tasten war doch so ein Soundboard von Leben des Brian drauf. Wie geil. Sehr cool. Dass ich dich beim Chat sehe. Freut mich. Geht's dir gut? Gut gemacht. Das war nur Zeit. Aber hallo. Aber hallo. Lang ist es her. So gut wie neu. Super, perfekt. Einsatz beendet.
Das freut mich. Das freut mich. Ja, ich teste hier mal das neue Paw Patrol Spiel. Die ersten beiden fand ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Es war so wie Mario 3D, so in der Art. Das ist jetzt sehr kindlich gemacht, also nicht das, was ich gewohnt bin, sag ich mal. Ich sehe aus wie mein Vater, oh nein, aber viel schlanker und, ne, hübscher. Wann hast du den das letzte Mal gesehen? Der ist alt geworden, ne? Der ist wirklich alt geworden. Da hat sich was versteckt. Da hat sich was versteckt. Das ist doch Everest, ne? Wähle einen Fellfreund. Wo ist er? Everest. Everest. Ah, 2 Monate, ja gut. Da hat sich nicht viel getan seitdem. Wow, der ist jetzt in Rente, ne? Seit 1.3. Der alte Mann. Ist trotzdem weiterhin am Arbeiten, ne? Aber... Jo, er hat's schon mal geschafft. Der erste Schritt ist getan. Da brauche ich wieder Dingens. Da fahren wir mal darüber. Bei dir dauert das noch, ne? Mit der Rente. Noch lange, so... wie ich das so einschätze. Das ist ein neues Kostüm. Juhu! Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Oh, hier gibt's was zu graben. Ja, siehste. So in der Art hätte ich das auch gedacht, ja. In dem Dreh. Zeus. Was für ein neuer Modus? Habe ich da was verpasst? Fortnite machen wir Sonntag wieder, oder? Wow, du hast eine Postkarte freigeschaltet. Juhu. Heiße Sohle. Geht's da um Zeit, oder was? Also das Spiel ist merkwürdig hier. Oh nein. Bin ein bisschen enttäuscht. Strandspielzeug irgendwo im Sand verloren. Das ist ja wirklich, also für Dreijährige. Könnt ihr helfen, es zu finden, Fellfreunde? Hier sind 3 Spielzeuge versteckt. Wo seid ihr? Rubble, suche hier mit deinem Schaufelarm. Los geht's. Okay. Rubble. Karte. Oh halt, falscher Knopf. Wähle ein... Rubble! Rubble. Schaufel los! Ja, Betty, du siehst wahrscheinlich noch Mona und die ganzen Leute, oder? Mendel und so weiter. Du kannst mal auf jeden Fall einen schönen Gruß sagen von mir. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Achso, noch mehr. Schaufel los! Der Boden ist Lava. Der eigentliche Name aber wurde geändert für einen neuen alten Skin. Das ist ein Auto! Der reinkommt. Ein fehlendes Spielzeug weniger, ein Problem weniger. Ja, cool, Betty. Cool. Du hast das Spielzeug. Die freuen sich bestimmt auch. Jetzt fehlen nur noch 2 Spielzeuge. Noch mehr Spielzeuge. Mach weiter, benutze wieder deinen Schaufelarm, um nach weiteren verschwundenen Spielzeugen zu suchen. Schaufel los! Oh, hier. Schaufel los! Oh, ich bin echt überlegen, das Spiel zu wechseln. Gut gemacht. Pfoten stark. Du hast Julias Xylophon gefunden. Jetzt fehlt nur noch 1 Spielzeug. Aber kein Fortnite-Zeug. Das machen wir am Sonntag. Ja, aber die Grafik ist die gleiche. Ob Fortnite oder Paw Patrol, Rubble, das nimmt sich nichts. Ja. Außer die Beleuchtung vielleicht, ja, aber ansonsten.
Sehr, sehr ähnlich. Nur schaffe ich hier keinen epischen Sieg, da bin ich mir sicher. Schaufel los! Gut gemacht. Zack. Juhu! Das ist das Spielzeugboot. Wir haben alle gefunden. Hier, bitte, Julia. Ja, Betty, das läuft ja ganz gut, tatsächlich. Am Montag habe ich Gewerbe angemeldet. Kleinunternehmer, bla bla bla. Weil, wie haben sie es genannt? Ich habe eine Gewinnabzielungsbeabsichtigung. Und da muss ich halt Gewerbe anmelden, ne? Dass dann das Finanzamt auch seinen Teil dazu kriegt. Einsatz beendet. Warum nicht? So ist das halt. So ist das halt. Ich habe auch einen Merch-Shop, da kannst du dann Klamotten holen und Kaffeetassen und so ein Kram. Ja, ja, da musst du so aufpassen. Zwei Dinge im Leben sind sicher. Der Tod und die Steuer. Und das ist einfach so. Da kommst du nicht drum rum. Aber ist ja in Ordnung. Mach ich ja gern. Kennst viele Streamer, ja? Ja, Maverick, das ist Paw Patrol, das Neue. Aber ist nicht so wie die vorherigen Teile. Sehr kindlich gehalten, das Ganze. Was für eine Geburt. Ich habe das ausgeschaltet bei mir, aber so wenn ich normal streame, ne, Autorennspiele oder so, sind so zwischen 7 und 10. Und sonntags zocke ich Fortnite mit den beiden hier, Maverick und Zeus. Da waren das schon bis zu 34 Stück. Also im Rahmen. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Und ja, in 2 Wochen ungefähr, am 7. April, ist mein 2-jähriges Jubiläum. Seit Januar habe ich den Affiliate-Status, ne, wo dann auch Einnahmen generiert werden können. Ne, wenn dann ein Abo abschließt über Prime oder so, wo es kostenlos ist, dann werde ich daran beteiligt. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was sich ergibt. Also ich mache das nicht auf Biegen und Brechen, dass ich da jetzt der super Streamer werde. Ich habe damit angefangen, als ich einen Burnout hatte. Ne, damit ich einfach was zu tun habe. Und jo, gezockt habe ich ja schon immer, weißt ja. Und dann habe ich einfach damit angefangen. Bist du ein Fellfreund? Ja, es macht Spaß. Und ich mache es halt so lange, wie es mir Spaß macht. Was sich dabei ergibt, zeigt sich. Aber ich ziele jetzt nicht auf irgendwas Bestimmtes ab oder so. Schon öfter mal zugeguckt? Ey, das ist ja geil. Das freut mich. Oh, Maverick, die Nichte von dir hat Freude am Paw Patrol. Ja, mein Sohn auch gehabt. Der ist jetzt raus aus dem Alter. Der ist jetzt schon 6. Aber davor, wir haben alles geguckt. Wir haben letztes Jahr haben wir alle Spiele gespielt von denen, ne, das Paw Patrol Grand Prix, was richtig cool ist, und die ersten beiden Teile hier, mega begeistert. Und von heute auf morgen, nein, kein Paw Patrol mehr, ich bin jetzt groß. Jetzt ist es Transformers und Fast and Furious, so ein Kram, sehr cool. Ja, Sonntag wird wieder cool, garantiert. Garantiert. Wir müssen mal gucken, dass wir Toffel mit ins Boot holen. Dann wird das noch lustiger. Hey, ich hab doch... Achso, ja, das hatte ich eingesammelt, das Ding. So, das können wir noch looten. Da haben wir noch ein paar Scooby-Snacks, hätte ich jetzt fast gesagt. Emotes können auch verwendet werden, um Hilferufe von Bürgern freizuschalten. Muss man den kleinen Kindern jetzt schon Emotes beibringen? Die kriegen nur früh genug ein Handy in die Hand.
Naja. Ja, genau. Maeve, nimm dir eine Sauerstoffflasche mit. Irgendwann verlieren wir ihn. Schrei mir nicht an, Möwe. Komm, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, was haben wir denn hier? Spielplatz. Juhu. Aha. Ja, ist echt merkwürdig. Das Spiel hier. Oh. Warte! Naja. Oh, muss ich emoten. Fellfreunde, es ist Zeit für einen Snack und Julius braucht Hilfe, um etwas zu essen zu finden. Äpfel. Seht ihr die Äpfel am Baum? Chase, wirf dein Netz aus, um die Äpfel einzusammeln. Los geht's. Los geht's. Oh, erstmal reinhüpfen hier. Das macht man nicht nur als Hund gerne. So. Hab dich. Ja, toll. Gut gemacht. Alles klar. Bringen wir die Äpfel zu Julius. Julio. Wow, sind das viele Äpfel. Zeit für einen Snack. Oh, ist echt doof, das Spiel, ey. Gut gemacht. Ich weiß ja nicht. Einsatz beendet. Was ich gesehen habe im Game Pass ist auch, der heißt Evil West. Das sieht cool aus. Ich habe nur so die Bilder angeguckt. Vorne auf der Arbeit. schon nice. Da können wir vielleicht als nächstes mal reingucken. Jetzt nicht unbedingt heute, aber demnächst in diesem Programm. Sonntag wird ja wieder Fortnite. Montag würde ich dann vorschlagen. Ich fang dich. Das Spiel hier, ne? Das hat nur 3,52 Gigabyte. Freigeschaltet. Wähle einen Fellfreund. Dass es sowas noch gibt. Oh, ich mag Melonen. Fellfreunde. Du bist ein Fellfreund. Jo. Dann. Aber die müssen wir bestimmt auch noch sammeln, da die. Was sind das? Pflaumen? Haben wir das schon aufgemacht? Ja. Können wir mal da hoch zu Ryder. Was war da? Mülleimer. Vielleicht hat der noch irgendeine coole Aktion für uns. Weil nur rumlaufen und einsammeln. Also. Das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, tatsächlich. Wow. Gehüpf. So, dale. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Eine Mission. Heute ist der letzte Vorbereitungstag. Bürgermeisterin Gutherz organisiert ein Fest. Alle Bewohner der Abenteuerbucht werden zusammenkommen und die Paw Patrol feiern. Das wird super toll. Der Paw Patrol-Tag kann bald losgehen. Aha. Helfen wir Bürgermeisterin Gutherz bei den letzten Vorbereitungen. Paw Patrol zum Fest. Los geht's. Okay. Geht zum Fest. Dahin. Ich fahr lieber. Oh.
Nase mal. Gut gemacht. Ryder! Ryder! Was ist los, Bürgermeisterin Gutherz? Da ist jetzt Twix. Heute gibt es ein großes Problem in der Abenteuerbucht. Alle Plakate für den Paw Patrol-Tag sind verschwunden. Oh nein. Zeugen sagen, es waren Mon Dieu. Sie laufen gerade mit den Festplakaten weg. Wir müssen sie finden, egal wo sie sind. Die Chaos-Kätzchen. Jeder kann kommen und sich amüsieren beim Chaos-Kätzchen-Tag in der Nachbarstadt. Das originellste, katzenkrasseste Fest der Welt. Nein, des Universums. Jetzt liegt es an uns, Fellfreunde. Einsatz beendet. Oh. Da war wirklich ein neues eine Story. Henrietta-Kunstwerk. Okay. Plakate finden, okay. Aber erstmal ein bisschen looten hier. Und reinspringen. So. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was für ein Geräusch? Das kenne ich doch. Seid ihr nicht die Chaoskätzchen? Von Bürgermeister Besserwisser? Okay. Ja. Spiele Paw Patrol Einsätze, um dieses Plakat freizuschalten. Okay. Tun wir das. Oh, der Paw Patroller. Den habe ich zufälligerweise da stehen, da unten. Für meinen Sohn natürlich, nicht für mich. Für meinen Sohn. Mit Chase in einem Rennwagen. Das riecht gut. Riechen? Ich habe jetzt gedacht, dran pinkeln. Das ist ein neues Kostüm. Juhu! Wähle einen Fellfreund. Ja. Fellfreunde. Ja. Okay. Ah, man kann tatsächlich wohin fahren damit. Ja, aber gut. Erstmal noch ein bisschen looten hier. Was macht ihr denn da? Zwei verdächtige Vögel. Marshall. Möchte jemand Wasser? Hör auf, ich muss eh schon pinkeln. Oh, hör mal hier oben. Hundemarke von Marshall. Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Ja, kein Problem. Juhu! Okay, wie kommen wir denn da hin? Ich kann aber auch nicht aufhören, ne? Ich muss das jetzt durchziehen. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Wähle einen Fellfreund. Zack. Ja, komm. Fellfreunde. Da war nichts, ne. Oh. Kann jetzt Sky so Marilyn Monroe-mäßig machen. Sky. Oh ja. Oh, cool.
Und Rubble brauchen wir. Wähle einen Rubble! Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Rubble die Bigs. Oh, jetzt mal einen Hydranten machen. Ja! So. Da ist doch irgendwas zu finden. Juhu! Ah, ne, da waren wir da vorne schon. Oh, hier. Da oben sind die Chaoskatzen. Haben wir jetzt eigentlich einen Auftrag gekriegt? Müssen wir irgendwas tun? Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten. Postkarten. Zum Beispiel die Chaoskatzen aufhalten. Oder nur die Plakate finden. Was haben wir eigentlich schon? Oh, da oben. Jetzt haben wir ja schon fast alles. Weggelootet hier. Jeder kann kommen und sich amüsieren beim Chaos-Kätzchen-Tag in der Nachbarstadt. Das originellste, katzenkrasseste Fest der Welt. Nein, des Universums. Aha. Mein armer, armer Kuchen. Oh. Sagt Monte auch immer. Was ist denn mit deinem Kuchen? Oh, Post. Wow, du hast eine Postkarte freigeschaltet. Ja. Die nehmen wir auch noch mit, die drei. So, wo fangen wir denn hier an zu hüpfen? Ah ja, hier. Hüpf. 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 Ja, da oben waren wir ja schon. Okay. Was ist mit dir? Nix. Oh, hier ist noch was. Ah, dann wäre schon fast leer gelootet. Gehen wir hier nochmal durch. Ja! Da lang. Der Bahnübergang ist verdächtig lange rot, ne? Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Jo, danke. Jo. Es riecht nach Frühling. Es riecht nach Pipi von einem anderen Hund. Juhu! Ich glaube, die Map ist doch größer wie gedacht, ne? Oh. Henrietta? Ich habe Henrietta gehört. Wähle ein Tracker! Muy bien! Also, ich sehe keinen Unterschied. Aber gut, ich muss ihn ja auch nicht bezahlen. Brauchen wir Rocky. Karte. Wähle einen Rocky. Das ist ein neues Kostüm. Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Wähle einen Tracker. Muy bien. Ob die sich wieder auffüllen, die
die Dinge. Und du suchst deine Schweine. Ich habe am Strand eins gesehen. Alfred sagt, eins seiner Ferkel ist verschwunden. Jo, ist am Strand. Seine Geschwisterchen haben es aus den Augen verloren. Chase, kannst du mit deinem Spürsinn herausfinden, wohin das Ferkel gelaufen ist? Am Strand auf einer Liege. Habe ich doch schon längst entdeckt. Warte mal. Ein bisschen einsammeln hier. So. Chase! Ich rieche hier etwas. Riech mal. Gut gemacht. Hey, kleines Schweinchen, hast du dich verlaufen? Keine Sorge, die Paw Patrol ist da. Na, du kleines Schnitzel, Everest, hast du deine Mami verloren? Bringe das Ferkel zu seiner Familie zurück. Wie wäre es mal mit Bitte? Komm. Nehmen wir das auch gleich mit dir. Hui. Mit. Oh, das reicht. Wow, ein neues Henrietta-Kunstwerk. Cool. Hab ich da was gesehen da unten? Nee. Oh, da brauchen wir Everest. Wähle einen Fels. Ich liebe Rettungsaktionen. Ich lebe für Hippo. Na bitte, kleines Ferkel. Alle gesund und munter wieder bei euren Geschwistern. Einsatz beendet. Da. So. Ja, wir gehen mal hier lang. Oh. Ja, was macht ihr dann? Fliegendes Essen. Komm, dann können wir auch erstmal in den Park gehen. So groß ist er ja auch nicht. Das riecht gut. Rubble. So gut wie neu. Diesseits und jenseits des Mississippi. Ah ja, okay. Da waren wir vorhin schon und haben wir das Ende der Map gesehen. So. Wähle ein Rocky. War doch Rocky, oder? Nee. Chase. Wähle ein Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, Betty, mach das. Mach du hast das. Einen neuen Fahrzeug. Freut mich, wenn du ab und zu mal reinguckst. Viel Spaß. So. Komm mal in die Ecke hier. Bye, bye. Wähle einen Marshall. Möchte jemand Wasser? Waterloo. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
hier auch alles abgegrast. Was ist mit dir? Hola, das ist Precious Besitzerin. Ihr geht es nicht gut. Precious. Sie mögen uns nicht. Sie hat sich beim Hüpfspiel zu viel gedreht. Ich glaube, dafür brauchst du deine Sanitäterausrüstung, Tracker. Sanitäter. Los geht's. Wähle einen Tracker. Geht es jetzt besser? Ja, sicher. Gut gemacht. Muy bien. Jetzt ist ihr nicht mehr schwindelig. Pass schön auf dich auf. Muy bien. Einsatz beendet. Ja! Erstmal den Hydranten. So. Dann müssen wir eigentlich nur noch rechts die Straße hoch und dann haben wir... Achso, da vorne auch noch, ne? Aber wir gehen trotzdem erstmal rechts hoch. Was ist denn jetzt schon wieder? Willst du diesen Einsatz noch einmal spielen? Nö. Dafür brauchen wir Rocky. Ja, ja. Drücke diese Taste ja. Und wähle Rocky im Fellfreunde-Menü. Entschuldigung. Wähle Rocky. Ich Rocky. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ja. Das ist sein neues Kostüm. Oh, juhu. Wikingerhelm. Wähle anziehen. Einen Fellfreund. Ja, alle. Sonst noch was Cooles? Knochen? Knochen. Jawohl. Fellfreunde. Das müsste Tracker sein, ne? Tracker. Tracker. Wow. Du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Ich höre doch was. Okay. Spielen wir. Juhu! Juhu! Erstmal hier durch den Kreisel. Dafür brauchen wir Rocky. Ja. Drücke diese Taste und wähle Rocky im Fellfreunde-Menü. Mach ich. Wähle Rocky. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Genau. Ich höre was. Wie so ein Funkeln. Als wäre hier was versteckt. Juhu! Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten. Kätzchen. Frau Fröhlich. Macht ihren Namen aber nicht gerade alle Ehre. Es riecht nach Frühling. Da noch was versteckt irgendwo. Nope. Pflanzen sehen ein bisschen traurig aus. Oh, da brauchen wir bestimmt Marshall. Helfen wir ihm, sie zu gießen. Jawohl.
Sie scheinen Durst zu haben. Machen wir. Marshall, benutze deine Wasserdüsen, um die Pflanze zu gießen. Los geht's. Okay. Wähle ein... Marshall! Brauchst du Wasser? Wenn's so einfach wäre, ne? Dann hätte ich auch Blumen. Noch eine durstige Pflanze übrig. Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Tadam. Super gemacht, Marshall. Pfotenstark. Eds Pflanzen sehen wieder richtig glücklich aus. Einsatz beendet. Profi. So. Gehen wir einmal retour. Oh, hier. Und einen Hydranten. Ja! Eine Mülltonne. Die hatten wir noch nicht, ne? Rocky! Nicht verschwenden, wiederverwenden. Genau. Ah, doch. Die hatten wir schon. Es riecht nach Frühling. So, hier kann man Lootboxen kaufen, oder was? Hallo, Fellfreund. Hallo. Hier kannst du Kostüme für deine Fellfreunde kaufen und sehen, ob du kostenlose Kostüme freigeschaltet hast. Na, dann zeig mal her, was du Möchtest hast. Möchtest du die Kostüme sehen? Ja, komm. Wähle einen Fellfreund. Ach so, ne, das sind wirklich nur die, wo wir schon haben. Ja, dann sind wir hier durch, ne? Also da vorne waren noch ein paar Leckerlis und ein Hydrant. Juhu! Eieiei. Was ist hier denn los? Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Regenbogen. Fahr mich über. So. Dann gehen wir mal gucken, wo der uns hinführt. Spiele Paw Patrol Einsätze, um den Paw Patroller für schnelles Fahren freizuschalten. Ah. Das Geräusch verwirrt mich. Ihr hört es ja bestimmt auch, ne? Dieses typische Geräusch, wenn ein Geheimnis in der Nähe ist. Wachsen die Snacks wieder nach? Ich glaube schon. War ich doch schon überall. Ja. Und Digga. Ohne diese Plakate erfahren die Leute nichts von unserem Fest. Und Bürgermeister Besserwissers Zeppelin ist so furchtbar laut. Ich glaube, wir bleiben bei dem Story-Mode. Er stört die ganze Stadt mit seinen dauernden Chaos-Kätzchen-Ankündigungen. Paw Patrol, wir müssen die Festplakate zurückholen und den Zeppelin stoppen. Wo wurden die Kätzchen zuletzt gesehen? Einige Leute haben gesagt, sie hätten zuletzt eines der Kätzchen dort gesehen. Fellfreunde, lasst uns hier nach Hinweisen suchen. Vielleicht hat dieses Kätzchen eins der Plakate. Los geht's. Okay. Gehen wir mal gucken mit unserem kleinen Wikinger. Was war hier?
Ich bin ein großer Fan der Paw Patrol. Gut. Oh. Okay. Chase! Das riecht gut. Gut gemacht. Achu! Die Pfotenspuren führen dahin. Das ist das Kätzchen, Ryder. Marshall-Kätzchen. Fellfreunde, lasst das Kätzchen nicht entkommen. Genau. Fass. So, ich jag zuvor ein Auto. Das Kätzchen kann nicht weit gekommen sein. Hier sind Pfotenspuren. Jo, dann ist aber doch ganz schön weit gekommen, das Kätzchen. Gut. Gut gemacht. Die Spur des Kätzchens führt weiter in diese Richtung. Achiu! Aha, da ist das Kätzchen. Fellfreunde, lasst es nicht wieder entwischen. Komm her, du kleine Katze. Wow, das Kätzchen ist schnell. Chase, such weiter. Das riecht gut. Gut gemacht. Ich bin sicher, das Kätzchen ist in der Nähe. Nicht aufgeben. Du hast sie fast erwischt, Fellfreund. So, jetzt schnapp ich sie mir. Komm her. Habt ihr das gesehen, Fellfreunde? Es war schnell wie der Wind. Das Kätzchen ist entkommen. Aber sieh mal, sie haben etwas fallen lassen. Es ist ein Flyer für ein Fest mit einem Katzenthema. Chaos-Kätzchen-Tag. Aha. Nachmacher. Anscheinend macht Bürgermeister Besserwisser eine Veranstaltung. Ich wette, es ist eine Konkurrenzveranstaltung in der Nachbarstadt. Alles läuft nach Plan, meine Kätzchen. Wir haben die Paw Patrol-Plakate geklaut, ohne erwischt zu werden. Jetzt wird sich ihr Fest verzögern. Und alle kommen bestimmt zuerst zu unserem Chaos-Kätzchen-Fest. Hahaha, dreh die Lautstärke auf. Schauen wir mal. Wir wollen, dass alle von unserem Fest erfahren. Einsatz beendet. Tudum. Ja, cool. Auf zum nächsten Story-Event. Die Kätzchen haben für Tumult in der Stadt gesorgt. Und die Bewohner der Abenteuerbucht brauchen zuerst unsere Hilfe. Dann kümmern wir uns um Bürgermeister Besserwisser und seinen Zeppelin. Ryder, alle unsere Festschilder sind umgestoßen worden. Was? Das müssen diese frechen Chaos-Kätzchen gewesen sein. Unglaublich, was die sich erlauben. Und Bürger den Weg zum Fest nicht. Das können Sie uns überlassen, Bürgermeisterin Gutherz. Das ist ein Fall für die Paw Patrol. Rubble, benutze den Greifer an deinem Fahrzeug, um das Schild wieder aufzurichten. Los geht's. Alles klar. Oh, hier kann man wieder was reparieren. Wähle ein Rubble! So gut wie neu!
Alles kein Problem. Was ist das denn? Was ist los? What's up? Haken, leg los! Genau. Gut gemacht. Ein Problem weniger. Rubble ist der Retter. Retter der Enterten. Gut gemacht, Rubble. Drehe das Schild jetzt in die richtige Richtung. Sky, benutze den Haken an deinem Hubschrauber. Wähle ein Everest. Nein. Sky. Ja. Haken dran. Ich wusste doch, dass da ein Haken dran ist. Gut gemacht. Da ist noch ein Schild umgefallen. Da müssen wir hin. Hebe es mit deinem Greifhaken wieder hoch. Das ist ein neues Kostüm. Aber Leute, ich glaube, ich werde krank, ne? Ich weiß auch nicht. Ganz Tag schon am Niesen gewesen und so ein bisschen eitriges Sekret in meiner Nebenhöhle gehabt. Und jetzt merke ich gerade, dass ich ein bisschen fertig bin. Fellfreunde. Was aber auch daran liegen kann, dass ich letzte Nacht um 2.30 Uhr aufgewacht bin und konnte nicht mehr schlafen. Ich habe bis um 5 Uhr habe ich im Wohnzimmer gesessen. In der Hoffnung, irgendwie müde zu werden. Hat nicht so ganz geklappt. Aber, habe ich dann um 4:45 ungefähr, habe ich mich nochmal hingelegt ins Bett. Nochmal versucht. Habe dann auch eine Dreiviertelstunde geschlafen und dann hat der Wecker geklingelt. Also ich bin nicht so überragend fit. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht, hier oben. Wähle ein Rubble. Da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, los. Wenn wir gleich schon Schluss machen hier. Dass ich morgen fit bin für auf die Arbeit. Freitag ist immer die Hölle los bei uns. Du bist dran, Sky. Und dann sind noch zwei Leute im Urlaub. Was uns ziemlich das Genick brechen wird. Einer geht früher nach Hause, 1,5 Stunden. Wähle einen Everest. Ja, das heißt, wir sind dann zu zweit für einen Haufen Arbeit. Nicht nur für morgen, gleichzeitig noch für Samstag, Sonntag und Montag alles fertig machen. Das könnte eiter werden. Gut gemacht. Da liegt noch ein Schild. Ja, unten am Festplatz. Rubble, du weißt, was zu tun ist. Genau, rubble dir ein. Hier. Erstmal ein bisschen looten. Warum kann ich nicht in die Portzentrale? Geht bestimmt später noch. Juhu, Laubhaufen. Juhu! So. Okay. Auf jetzt.
Rubble! Rubble! Haken, leg los! Oh, das wird ein langer Tag morgen, das weiß ich jetzt schon. Heute habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Ja, ich hab's geschafft. Wegen dem wenigen Schlaf halt, ne, aber... Sky, richte es mit deinem Haken wieder auf. Aber jetzt... Wähle einen Feld. Jetzt merke ich das schon. Alles klar, Zeus, hau rein. Hau rein, ich mache auch gleich schon Schluss. Bin ziemlich fertig. Kaum geschlafen heute Nacht. Ja. Wir sehen uns am Sonntag, spätestens. Gut gemacht. Aber voll, ey. Voll am Abkacken. Jetzt kann das Fest doch stattfinden. Vielen Dank, Paw Patrol. Und dann steige ich heute Morgen ins Auto ein, mache den Gurt rum, krabbelt so eine Spinne, also nicht so sonderlich groß, aber eklig, über die Gurt drüber. Ich wieder raus aus dem Auto, die Jacke ausgezogen, ausgeschüttelt. Einsatz und hab dann halt dann den ganzen Weg zur Arbeit immer geguckt, wo ist die Spinne, wo ist die Spinne. Weil ich es irgendwo im Auto halt noch. Ein neues Henrietta-Kunstwerk. Und, hoppala. Und, ja, ich kam ja frisch aus der Dusche, das heißt, die Haare waren dann noch am Antrocknen. Und kennt man ja, ne, wenn dann die Haare trocknen, dass dann so, dass sie sich halt bewegen, ne, die nassen Haare, die zusammen sind, die gehen dann auseinander, so die Kopfhaut bewegt sich. Ich habe andauernd gedacht, dass die Spinne auf meinem Kopf rumkrabbelt. Eieieiei. Nervig. Oder muss ich auch wieder nach Hause fahren mit dem Auto? So, wissen, das kann man hier speichern. Karte. Geschichte, hey Freunde. Postkarte. Speichert er automatisch. Karte. Optionen. Hier vielleicht. Spieleinstellungen. Credits. Zurück zum Menü. Zum Menü. Willst du zum Hauptmenü zurückkehren? Ja, das möchte ich. Weiter. Eiter. So. Liebe Leute. Dann, verabscheue ich mich. Wie gesagt, mir geht es nicht ganz so gut. Ich muss mich noch ein bisschen erholen für die Arbeit morgen. Ja, und dann sehen wir uns allerspätestens am Sonntag wieder. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder Fortnite werden wird. Gehe ich sehr stark davon aus. Macht nämlich Laune. Und ansonsten gucken wir einfach mal, was die Zeit so hergibt. Ich hätte schon Bock, auch vielleicht Samstagmorgen oder so noch ein bisschen zu zocken, irgendwas zu zocken. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Vergnügen, eine wunderschöne Nacht und süße Träume. Bis dann. Bye, bye.